بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, das ist der letzte Unterricht heute in dem Bereich Al-Muhasaba. Abschluss nochmal, die abschließenden Stellungen über die Muhasaba, die Selbstabrechnung, wie wir das letzte Mal schon erwähnt haben, dass die Selbstabrechnung 6 Stufen hat, die man nacheinander durchgehen muss, um diese Handlung eben abzuschließen. Wir hatten 2 davon bereits besprochen, wenn ihr euch erinnert. Wir haben die Nummer 1, Al-Musharata. Al-Musharata, dazu sagten wir, dass man sich selbst gewisse Auflagen auflegt, gewisse Handlungen zur Pflicht macht, seinem eigenen Ich. Wir hatten beschrieben, wie das gehen soll. Und die 2. Stufe war die Beobachtung. Nachdem man das getan hat, soll man in die 2. Phase übergehen. Das ist das Beobachten seiner selbst. Sich selbst beobachten, als würdest du yani, dein Nafs von draußen betrachten und sein Handeln und Tun verfolgen. Wie ein Lehrer das mit seinen Schülern macht. Die 3. Handlung oder die 3. Stufe, zu der kommen wir heute, das ist die Al-Muhasabatu Ba'd al-Amal. Abrechnung, Selbstabrechnung nach dem Handeln. Alles, was wir bis jetzt genannt haben, die Musharata, die Bedingungen setzen, beobachten, passiert vor dem Handeln oder während des Handelns, das Beobachten zum Beispiel. Diese Handlung jetzt, die 3. Stufe, die tritt erst ein, nachdem die Handlung abgeschlossen ist. Al-Muhasabatu ba'd al-amal. Und auf diese Form der Muhasaba, diese Selbstabrechnung, deutet die Aussage Allah Ta'alas hin. Er sagt, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ganz interessant, 2-mal kommt das Wort Taqwa hier vor. Wo ihr die Iman habt, hab Taqwa, Nummer 1. Dann das 2. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Und dann nochmal وَاتَّقُوا اللَّهِ. Und hab Taqwa vor Allah. Hier sind einige ganz interessante Punkte. Nummer 1. Was heißt denn morgen? وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Was ist morgen? Morgen, hiermit ist gemeint die Akhira, das Jenseits. Das kommende Leben. Aber interessant ist hier, dass Allah Ta'ala es morgen nennt. Warum? Ist der Morgen fern? Der nächste Tag, der kommt, dein Morgen. Ist es etwas, was man, yani, worauf man lange warten muss? Muss man nicht lange warten. Und deswegen nennt Allah Ta'ala die Al-Qiyamah, das Auferstehen, das nächste Leben, er nennt das morgen, weil es nicht weit ist. Es ist nicht fern. Und das haben wir im letzten Dars, glaube ich, erwähnt. Das ist nämlich eine ganz relative Sache. Du, in Relation zu der Ewigkeit, oder lassen wir die Ewigkeit mal beiseite, weil die Ewigkeit ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Etwas Unendliches kann sich der Mensch nicht so leicht vorstellen. Nehmen wir 1 Million Jahre. Sind 50 Jahre in Relation zu 1 Million Jahre lang? Sind nicht lang. Zu 60 Jahren, 70 Jahre, die ein Mensch vielleicht lebt, sind sie nicht lang. Und deswegen nennt Allah Ta'ala das Jenseits morgen. Aus diesem Grund. Und Allah Ta'ala sagt auch über diesen Fakt hier, dass das Leben, das nächste Leben schon sehr nah ansteht. Er sagt, وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. Und denken Sie nicht darüber nach, dass möglicherweise Ihre Abfahrt, ich nenne es mal Abfahrt, Ihre Abfahrt schon ansteht. Ajal, der Ajal. Der Termin, die Frist.
Und Allah Ta'ala sagt an einer Stelle, وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Und sie sehen es noch fern. Sie sehen es fern. Sie empfinden, dass es fern ist. Aber wir sehen es schon sehr nah angerückt. Na, jedenfalls, hier in diesem Vers wird die Taqwa zweimal erwähnt. Warum? Und beachte mal, wie die Taqwa angeführt wird. Erstmal sagt Allah Ta'ala, ittaqullah. Dann sagt er, jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Oder was sie für morgen vorausschickt. Das spornt dich zum Handeln an, richtig? Diese Aussage soll dich zum Handeln und zum Tun bewegen. Damit du die nötigen Vorkehrungen nimmst, bevor es zu spät ist. Und dann sagt Allah Ta'ala nochmal danach, nachdem du diese, also es wird jetzt von dir, es wird angenommen jetzt, dass derjenige, der diesen Vers oder diese Ermahnung gehört hat, auch tatsächlich etwas ins Bewegen gebracht hat. Und danach ermuntert ihn Allah Ta'ala dennoch noch einmal, ein zweites Mal zur Taqwa auf. Wattaqullah. Das ist die Muhasaba nach dem Tun. Nochmal abzurechnen, nachdem man getan hat. Also ihr seht, wir haben eine Abrechnung vor dem Tun. Das ist die erste Taqwa. Mit sich selbst abrechnen. Und dann nochmal eine Form der Taqwa, welches wieder eine Abrechnung ist, nachdem du die Tat ausgeführt hast. Und deswegen wiederhole ich auch nochmal die Aussage von Al-Hasan, die ist hier nämlich auch, findet hier auch Anwendung, ist hier nicht fehl am Platz, als er sagte, Al-Mu'minu qawwamu nafsihi. Der Mu'min ist Hüter seiner selbst. Hüter seiner selbst vor dem Ausführen einer Handlung. Warum, weshalb und wie? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte. Warum man etwas tut, weshalb man etwas tut, wie man etwas tut, was man damit erreichen möchte, wen man damit imponieren möchte. Und während der Tat und nach der Tat ist er Hüter seiner selbst. Er erwähnt hier einen Satz, ich verstehe zwar nicht ganz genau den Zusammenhang, also keinen direkten Zusammenhang zu der Al-Muhasaba, außer wenn man daraus versteht, dass die Muhasaba, dass sie mit sich selbst abrechnen, eben den Menschen etwas einschränkt in seinem Handlungsfreiraum. Er sagt hier, die Mu'minun sind ein Volk, die vom Koran gefesselt wurden. Sie wurden vom Koran gefesselt. Er meint damit, er hat sie ja nie etwas eingeschränkt. Aber das Einschränken muss nicht immer etwas Negatives sein, oder? Wenn du deinen Kindern etwas verbietest und sie daran hinderst, gewisse Dinge zu tun, und du schränkst sie ja damit ein, was für sie schädlich ist, was für sie in der Zukunft oder jetzt im aktuellen Moment nachteilig sein könnte, ist das eine negative Form der Einschränkung? Das ist keine negative Form der Einschränkung. Das dient dem Wohl deiner Kinder. Oder wenn du deinen Kindern etwas zurückenthältst, es ihnen vorenthältst, aufgrund ihres Wohles, das ist kein schlechtes Verhalten. Jedenfalls, er sagt, die Mu'minun sind ein Volk, das vom Koran gefesselt wurde. Und dann sagt er, فَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَلَكَتِهِمْ. So ist er, also der Koran, zwischen ihnen und ihrem Verfall gekommen. Also er hat sie vor dem moralischen Verfall oder vor dem Verfall in der Akhira geschützt. Und dann sagt er, er erklärt das in einer anderen Aussage nochmal, in einem anderen Ausdruck, in Anlehnung auf ein Hadith, er sagt, die Mu'minun sind Gefangene auf dieser Welt. Der Mu'min ist ein Gefangener, der versucht, sich frei zu kämpfen. Das lehnt auf einem Hadith, in Anlehnung auf ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, die Dunya
ist das Dunya Sijnul Mu'min wa Jannatul Kafir. Die Dunya ist ein Kerker, ein Gefängnis für den Mu'min und ein Paradies für den Kafir. Hier gibt es einen interessanten Vorfall, den in den Büchern der Al-Rijal erwähnt wird, dass Ibn Hajar war einmal unterwegs auf einem edlen Pferd und in Begleitung von vielen Menschen. Und ein Jude, der etwas herabgekommen war in seiner Kleidung und seinem Zustand, er sagte zu ihm, er ist zu ihm hingegangen und sagte, sagte denn nicht euer Prophet, der Mu'min, die Dunya ist für den Mu'min ein Gefängnis und für den Kafir ein Paradies. Er meint damit, ja, schau mich an und schau dich an. Schau an, du bewegst dich wie ein König und schau mich an, ich bewege mich in meinen Lumpen hier. Wer ist denn wahrscheinlicher oder wohl eher im Gefängnis, ich oder du? Dann sagte er, du hast recht. Er sagte, denn das, was wir hier erfahren, auch in dem, auch wenn es mal dem Mu'min besser geht oder schlechter geht, ist hinsichtlich dem, was uns in der Akhira zusteht, tatsächlich wie ein Gefängnis. Und das, was dir hier zusteht, ist in Betracht dessen, was auf dich zukommen wird in der Akhira, wie ein Paradies. Versteht ihr? Na, jedenfalls, das ist etwas, ja, ein wenig zu der Abrechnung nach dem Handeln. Was heißt hier nochmal genau die Abrechnung, Al-Muhasaba? Mal kurz zusammengefasst, Al-Muhasaba bedeutet, dass er sich sein Kapital anschaut, was er an Kapital hat, und sein Gewinn, was für Gewinne hat dieses Kapital eingebracht und ob es mögliche Verluste gibt. Was ist sein Kapital? Sein Kapital sind die Pflichten. Und seine Gewinne sind die Al-Nawafil und die Al-Mustahabbat. Also die erwünschten Nicht-Pflichthandlungen. Und das Minus und die Verluste sind die Al-Ma'asi, die Sünden. Und da muss er halt seine Bilanz ziehen. Und das sollte er täglich machen. Wir haben ja gesagt, bei der Al-Musharata, dass man seinen Tag damit beginnen sollte, und dass, wenn man aufsteht, das Erste, was man macht, ist, sich eine sowas wie eine To-Do-Liste zu machen. Was ich heute zu tun habe, was ich heute verwirklichen und realisieren will. Und dazu haben wir gesagt, dazu gehört auch ein gewisses Pensum an den Nawafil, an den freiwilligen Handlungen. Ganz besonders das As-Salah. Das Salah. Da sollte man ein gewisses Pensum an freiwilliger Handlung haben. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Ibn Majah überliefert wird, er sagte, wa inna min khayri a'malikum as-salah, und von den vorzüglichsten, vortrefflichsten eurer Handlungen ist das as-salah. Deswegen erwähnen die Fuqaha der Hanabila, sie erwähnen, dass das Gebet, das freiwillige Gebet, bei den freiwilligen Handlungen an dritter Stelle kommt. Also es ist bei den Top 10. An dritter Stelle kommt es. Zuerst nennen sie den freiwilligen Militärdienst. Zweitens das Erlernen vom Wissen. Lernen und Erlernen vom Wissen. Und drittens das Gebet. Deswegen in Bezug auf das Wissen sagte Abu Dharr war das, glaube ich. Zum Wissen gehört auch das Nachsinnen. Da habe ich in der letzten Khutbah erwähnt, wenn ihr euch erinnert.
Abu Dharr war das auch, glaube ich, der sagte: Al-Mu'allimu wal-Muta'allimu fil-Ajri sawa. Der Lernende und der Lehrende sind in ihrem Lohn gleich. Wasa'irun nasi hamajun la khayra fihim. Und alle anderen Menschen sind Hamaj. Al-Hamaj bedeutet so viel wie: alle anderen Menschen sind sozusagen der niederer Gesinnung. Denn jemand, der weder lernt noch lehrt, auf was soll sich sein Tun, sein Handeln, also die Gesamtheit seines Tuns, auf was soll sie basieren? Auf die Unwissenheit. Das sind also die drei Haupthandlungen, die besten, die vortrefflichsten freiwilligen Handlungen. Der Militärdienst, das Ilm und das As-Salah. Und die Wichtigkeit des freiwilligen Gebetes liegt auch darin, es ist ja bekannt, dass das Pflichtgebet eine der wichtigsten Pflichthandlungen ist. Deswegen ist es auch täglich vorgeschrieben. Ansonsten die anderen Säulen des Islams sind nicht täglich vorgeschrieben, oder? Und dafür, weil es eben täglich vorgeschrieben ist, erkennt man auch, dass es was für eine Stellung oder was für ein Gewicht es hat. Und umso schwerwiegender und größer etwas ist, umso unakzeptabler sind auch Mängel und Makel darin. Und um diese Mängel und Makel auszugleichen, die möglicherweise darin entstehen könnten, die nicht möglicherweise darin entstehen, die tatsächlich darin entstehen, gibt es die freiwilligen Gebete, die sollen das wieder sozusagen flicken, zusammenflicken, das Gebet. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Ahmad und Abu Dawud überliefert wird, er sagte: Inna awwala ma yuhasabu alayhi al-abdu min amalihi as-salah. Das erste, worüber am Tage der Auferstehung gerichtet wird, also hinsichtlich der Handlungen des Menschen, oder die Handlungen, die zwischen ihm und Allah Ta'ala sind, ist das Gebet. Und dann sagt er, wenn es vollständig ist, wenn es vollkommen ist, dann ist es vollkommen. Wenn es nicht vollkommen ist, wenn es darin Mängel gibt, und diese Mängel können natürlich verschiedener Natur sein, entweder weil er sie nicht durchgängig gebetet hat oder weil er sie nicht so ausgeführt hat, wie sie ausgeführt werden sollten, oder weil er gewisse Adab, gewisse Anstandsregeln des Gebetes vernachlässigt hat, dann sagt Allah Ta'ala: Schaut, und er weiß es am besten, schaut, ob mein Diener gewisse freiwillige Gebete hat. Hat er sie, dann rechnet sie zu den Pflichten an, yani, um diesen Makel auszubessern. Und das Gleiche wird dann mit der Zakat gemacht, kommt im Hadith vor. Und das Gleiche wird dann mit der Zakat gemacht. Also war seine Zakat nicht so, wurde sie nicht ordnungsgemäß ausgeführt, dann schaut man, ob er freiwillige Abgaben getätigt hat, die ihm angerechnet werden. Na, die Abrechnung nach dem Handeln. Also das beinhaltet diese drei Punkte. Man schaut, wie die Bilanz steht in Bezug auf das Kapital, auf den Gewinn, auf den abgeworfenen Gewinn und auf die Verluste. Sollte es dann Verluste geben, dann soll er sich darum kümmern und bemühen, diese wieder auszugleichen und zu kompensieren durch irgendwelche weitere Taten. Und mit der Selbstbestrafung. Disziplinarische Maßnahmen gegen sein Selbst. Genauso wie du das auch mit deinen Kindern machst. Wenn du siehst, dass deine Kinder etwas angestellt haben oder etwas nicht ausgeführt haben, wie es sein sollte,
bestrafst du sie oder nicht. Und das sollte man auch mit sich selbst machen. Tust du das nämlich nicht, gewöhnst du dich selbst daran, nachlässig zu sein und alles zu erdulden. Aber wie gesagt, wir hatten schon mal gesagt, dazu kommen wir nochmal, die Al-Mu'aqaba, Mu'aqabatun Nafs, sich selbst zu bestrafen, muss in einem akzeptablen Rahmen sein. Besonders sich selbst mit, für jemanden, der in normalen Verhältnissen ein Einkommen hat, ein Einkommen, durchschnittliches Einkommen, für den ist zum Beispiel, man sollte sich natürlich mit etwas strafen, was einem auch nicht ganz schmeckt. Jemand, der ein durchschnittliches Einkommen hat, der kann sich beispielsweise damit strafen, dass er sagt, wenn ich dieses und jenes tue oder dies und jenes nicht tue, dann muss ich so und so viel diesen und jenen Betrag hier und da spenden. Und das macht er dann auch tatsächlich. Und irgendwann, besonders weil das Geld der Seele lieb ist, wird er es vorziehen, das zu tun, was er unterlassen hat oder was er nicht getan hat, was er hätte unterlassen sollen, meine ich, als dass er sich dazu drängt und nötigt, sein Geld auszugeben. Aber wie gesagt, jeder sollte gucken, wie er ist, denn die Menschen sind unterschiedlich. Manchen macht es nichts aus, viel vom Geld auszugeben. Deswegen gab es unter den, und es gab einen malikitischen Rechtsgelehrten, aber das haben die Ahlul Ilm kritisiert. Sie haben das kritisiert und ihn dafür angeprangert. Es gab zu seiner Zeit einen, ihr wisst ja, wenn man im Ramadan, im Ramadan, das Fasten bricht durch Beischlaf, was muss man denn da machen? Man muss entweder einen Sklaven befreien, richtig? Oder man fastet. Das Befreien von einem Sklaven hat mit Ausgaben von Geld zu tun. Es ging ihm, diesem Rechtsgelehrten ging es darum, er hat es für verbindlich geachtet, dass die Könige und ihresgleichen fasten müssen. Sie dürfen nicht die andere Wahl nutzen, die mit dem Ausgeben vom Geld zu tun hat. Er sagte, das ist nämlich für sie das Einfachste auf der Welt. Das wird sie nicht weiter daran hindern. Das ist ganz einfach für sie. Aber die Ahlul Ilm haben diese Aussage kritisiert, weil Allah Ta'ala das zur Wahl gestellt hat, ohne zu unterscheiden, ob es jemandem schwer oder einfach fällt. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen der Hikma, der Weisheit hinter einem Urteil und der Ursache eines Urteils. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr das versteht. Das Kürzen der Gebete auch für den Reisenden. Was ist die Weisheit dahinter? Die Hikma. Um es dem Reisenden leicht zu machen. Richtig? Daher ist das auch gleichzeitig die Ursache dieses Urteils? Nein, die Ursache ist das, die Reise selbst. Warum der Unterschied? Die Ursache ist Auslöser des Urteils, nicht die Weisheit. Denn nehmen wir an, jemand geht auf eine Reise, wie es heute der Fall ist, meistens. Die Reise heutzutage bringt keine Erschwernis mit sich. Manchmal ist sie sogar gemütlicher als zu Hause zu sitzen. Du wirst dort versorgt. Du hast einen gemütlichen Sitz, auf dem du sitzt. Sie ist überhaupt nicht anstrengend. An den heißen Tagen hast du eine Klima, an den kalten Tagen hast du eine Heizung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-safaru qita'atun min al-adab. Die Reise ist eine Pein. Das kann man aber heute nicht mehr zu den Reisen sagen. Sagen wir dann, wenn es eine Reise ist, die du durchgehst, die keinerlei Erschwernis mit sich bringt, dass du nicht mehr kürzen darfst, du darfst trotzdem kürzen. Weil die Erleichterung ist die Weisheit, nicht die Ursache des Urteils. Versteht ihr? Ja.
führt ja eine Aussage von Tauba ibn Simma an. Tauba ibn Simma war ein Asket in Raqqa. Er saß sich eines Tages hin und sinnte über sich selbst nach. Er hatte 60 Jahre hinter sich. Da wird es Zeit, dass man über sein Leben nachdenkt. Er dachte über sein Leben nach und zählte seine Lebenstage. Über 21.000 Tage hatte er hinter sich. Und dann sagte er, er schrie auf vor Schreck und sagte, über 21.000 Fehltritte. Ja, wenn man davon ausgeht, dass man am Tag nur einen einzigen Fehltritt begeht, aber das ist nicht der Fall. Meistens sind das Dinge, die sich anhäufen am Tag, auch wenn man sie als Belanglosigkeiten zählt. Oder die Taten, die man mit dem Herzen begeht. Taten, die man mit dem Herzen begeht. Das Herz kommt ja nie zum Stillstand. Und deine Gedanken, deine Entschlossenheiten, deine Vorhaben. Damit kann man auch viel bewerkstelligen. Er sagte, wenn es nur bei einem am Tag bleiben würde. Sicherlich sind da einige Jahre, 5, 6, 7 Jahre seiner Kindheit, für die er nicht zu belangen ist, aber das macht die Sache nicht aus. Es ist interessant, dass der Mensch seine, deswegen ist die Al-Muhasaba nach der Handlung besonders wichtig. Der Mensch ist nämlich dazu geneigt, seine schlechten Handlungen zu übersehen, sich nicht an sie zu erinnern und seine Hasanat oder die Khairat immer wieder in Erinnerung zu ziehen. Aber Allah Ta'ala sagt, Ahsahu Allahu wa nasu. Ahsahu Allah wa nasu. Allah Ta'ala zählt sie alle auf, aber sie vergessen. Und umgekehrt, in den weltlichen Dingen übersieht der Mensch gerne, was er hat und denkt an die Dinge, die er nicht hat. Er übersieht alles, was er hat. Er übersieht seine Gesundheit, er übersieht seinen gesunden Körper, er übersieht seine gesunden Sinnesorgane, er übersieht, dass er Frau und Kinder hat. Er übersieht, dass er ein Haus hat, ein Dach hat. Er übersieht, dass er dreimal am Tag Mahlzeit bekommt. Aber er denkt an die Sachen, die ihm fehlen und macht sich dann sein eigenes Leben deswegen, betrübt sich selbst und macht sein eigenes Leben trüb wegen diesen ihm fehlenden Dingen. Deswegen sagte der Prophet, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, diesen Hadith, er sagte, schau zu dem, also in den weltlichen Angelegenheiten, er sagte, schau zu denen, die unter dir sind. Schau zu denen, die unter dir sind, dann wirst du, also dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du das, worin du dich befindest, gering schätzt, geringer sein. Und schau zu denen, die über dir sind in den religiösen Angelegenheiten. Denn das wird dich dazu leiten, dich mit dir selbst nicht zufrieden zu geben. Nicht egoistisch und stolz zu werden. Na. Die vierte Stufe der Al-Muhasaba, der Abrechnung ist, also wir haben jetzt diese drei durch. Muhasaba nach der Abrechnung, jetzt hast du deine Bilanz gezogen. Und jetzt weißt du, wie dein Kapital noch steht, wo du Gewinne gemacht hast und wo du Verluste gemacht hast. Die nächste Sache ist, man darf die Verluste ja nicht einfach über sich gehen lassen. Und man darf es nicht einfach zur Erkennung nehmen und dann weiter liegen lassen. Das muss Konsequenzen haben. Das muss Konsequenzen haben und diese Konsequenzen sind dann die Al-Mu'aqaba, dass man sich selbst dafür bestraft, wie überliefert wird von Umar radiallahu ta'ala anhu. Das habe ich vor 2, 3 Unterrichten erwähnt gehabt. Wir erwähnen es nochmal zur Erinnerung.
dass er in einen seiner Gärten ging und sich dort mit dem Garten beschäftigte. Als er zurückkam, fiel ihm auf, dass die Leute das Salat al-Asr bereits gebetet haben. Ja, in der Jama'a. Er ist nicht gemeint, dass er das Gebet gänzlich verpasst hat. Er hat es in der Jama'a verpasst. Dann sagte er sagte zu sich selbst, ich habe das Gebet wegen diesem Garten verpasst und die Leute haben bereits das Salat al-Asr gebetet. Mein Garten soll den Armen gespendet werden. Hat es weggegeben. Es wird überliefert auch Ähnliches, berichtet von Tamim Dari, dass er eine Nacht, also er hatte ein gewisses Pensum in der Nacht, das er im Gebet verbrachte. Er hat eine Nacht dieses Pensum nicht erfüllen können oder verschlafen und hat sich dann selbst zur Pflicht gemacht, ein Jahr lang das Nachtgebet aufrechtzuerhalten. Es gibt für so derartige Berichte oder ein anderer Bericht. Hassan ibn Abi Hassan, so hieß er, glaube ich, er hat eines Tages ist er an einem Gebäude vorbeigelaufen und fragte sich, wann wurde dieses Gebäude gebaut? Oder er hat jemanden gefragt, wann wurde dieses Gebäude gebaut? Erinnert euch vielleicht an den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, min husni islam al mar' tarkuhu ma la ya'ni. Es gehört zum guten Islam des Menschen, also zur Vollkommenheit seines Islams, dass er sich nicht um Dinge kümmert, die ihn nichts angehen, die nicht von seinen Belangen sind. Wir hatten das erklärt, was das bedeutet. Wann ist etwas von deinen Belangen und wann nicht? Er sagte sich, Hassan sagte zu sich, zu seiner selbst, er sagte, du fragst über Dinge, die dich nichts angehen, die nicht von deinen Belangen sind, dafür wirst du ein Jahr fasten. Was ich damit sagen will, viele von uns, auch ich persönlich, manchmal denke ich über derartige Berichte nach und denke, das ist alles ein bisschen überzogen, ein bisschen übertrieben. Er hat doch nichts Schlimmes getan, er hat nur gefragt, wann das Gebäude aufgebaut worden ist. Aber man muss die Umstände betrachten, in dem ein Mensch derartiges tut. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Jemand, der gar keine Nawafil betet, der gar nichts an freiwilligen Handlungen ausführt, der wird jemanden, der 50 freiwillige Gebete am Tag betet, der wird das als etwas ganz Unnatürliches. Yani, er wird das schon als eine Unmenge von Gebeten betrachten. Jemand, der am Tag nichts liest oder gerade mal ein, zwei Seiten schafft zu lesen, der wird nicht glauben, dass jemand am Tag 200-300 Seiten liest und das jeden Tag. Das ist also eine sehr relative Sache. Es gibt nämlich andere Berichte, wo gesagt wird, dass manche der Salaf dreimal den Koran am Tag abschließen. Jemand, der in der Woche einmal eine halbe Seite vom Koran liest, für den ist natürlich etwas Unglaubliches, unvorstellbar. Das ist also eine sehr relative Sache. Jemand, der viel schwätzt, und das ist heute bei uns der Fall, so die Menschen reden über jeden Unsinn und unterhalten sich stundenlang über belanglose Sachen, der kann das natürlich nicht glauben hier. Er hat nur nach dem Haus gefragt, nach diesem Gebäude, wann es gebaut worden ist. Womöglich war dieser Mensch etwas anders veranlagt. Womöglich war es nicht von seiner Natur, sich über derartiges zu unterhalten oder derartiges zu fragen. Jedenfalls diese Bestrafung, dass man sich selbst bestraft, ich wiederhole das nochmal, muss im Rahmen des Legitimen sein und des Akzeptablen. Es müssen gute Handlungen sein und das ist sehr vorteilhaft. Nummer eins, du zähmst dich damit und Nummer zwei, du machst trotzdem Gewinne. Machst dir etwas Gutes, ne? Du hast also damit zwei Gewinne erzielt. Einmal die Hasanat,
durch die Handlung, wie die Sadaqa, wenn du es dir zur Pflicht machst, jedes Mal, wenn du einen Fehltritt machst, eine Sadaqa auszugeben, einmal bestrafst du dich selbst und zähmst dich damit und einmal gewinnst du trotzdem weitere Hasana. Aber alles andere ist nicht legitim. Ich hatte einige Beispiele erwähnt, wie zum Beispiel jemand, der etwas berührte, was er nicht berühren darf und sich die Hand abhackte. Oder ein anderer, der Ibn al-Jawzi erwähnt, dass einer, ein Jahil, er musste sich die Vollwaschung praktizieren, den Russen, an einem eiskalten Tag, und er hat innerlich ein gewisses Zögern gefühlt. Er hat gezögert. Und dieses Zögern wollte er bestrafen. Dieser Mann praktiziert mehrere Unwissenheiten hintereinander. Nummer eins, wenn es tatsächlich eiskalt war und er hatte keine Möglichkeit, das Wasser aufzuwärmen, ja, und er befürchtete zu erkranken oder es wäre unerträglich, dann müsste er das gar nicht machen. Die zweite Sache, er wollte sich bestrafen, und ihr wisst vielleicht, dass die Sufi ja früher, deswegen nennt man sie auch Sufi, As-Suf ist die Wolle und so. Die haben meistens so dicke Wollgewänder und so angehabt. Sie wollten sich damit, ja, die Wolle war nicht kein Statussymbol, es war eher etwas Billiges, Günstiges. Die haben große Wollgewänder angehabt. Und da hat er gesagt, ich werde mich bestrafen, ich werde die Waschung vornehmen, in eiskaltem Wasser, aber nicht unbekleidet. Er geht mit seiner Kleidung rein, nimmt die Vollwaschung und lässt diese Kleidung dann auch noch an, um sich selbst damit zu peinigen. Das ist ein Jahl. Sowas darf nicht gemacht werden, sowas erlaubt die Scharia nicht, dass du das mit dir selbst machst. Dein Körper gehört nicht dir. Du darfst mit deinem Körper nur in dem Rahmen handeln, der dir erlaubt worden ist. Oder wie ein anderer, habe ich euch auch gesagt, der etwas angeschaut hat, was er nicht anschauen durfte, und auf seinen Augen einhaute, bis er erblindet ist. Derartiges ist natürlich nicht erlaubt. Die fünfte Stufe der Muhasaba ist die Al-Mujahada. Al-Mujahada, was ist hiermit gemeint? Al-Mujahada bedeutet sprachlich, sich aufs Äußerste anzustrengen. Bazlul Juhd. Seine ganzen versammelten Kräfte in etwas zu investieren. Das bedeutet die Al-Mujahada, sprachlich. Hiermit ist gemeint, mit dieser fünften Stellung bei der Abrechnung mit sich selbst, wird bezweckt, dass du, nachdem du die vorherigen Schritte durchgeführt hast, inklusive dem vierten Schritt hier, die Mu'aqaba, das sich selbst bestrafen, wenn du danach siehst, dass dein Nefs zögert, noch immer zögert bei dem Bewerkstelligen von den Nawafil und den Fada'il, oder du fühlst, dass eine gewisse Mattheit da ist, dass die Seele ein bisschen matt ist und zur Faulenzerei geneigt ist, dass du sie nötigst und zwingst, mehr als das zu tun, was du eigentlich vorgesehen hattest, um sie daran zu gewöhnen. Das ist mit der Al-Mujahada gemeint. Das ist der fünfte Schritt. Und der sechste Schritt und der letzte ist, das nennt er hier Mu'atabatun Nafs wa Taubikhuha. Das bedeutet so viel wie sein eigenes Nafs anzuprangern, zu tadeln und stets zu kritisieren. Sich mit ihr nicht zufrieden zu geben. Deswegen sagte Abu Bakr al-Siddiq, einer der Salaf sagte, eine andere Aussage, er sagte, wer sich den Zustand der Menschen betrachtet, wer sieht, wie die Menschen leben,
der wird sie dafür verabscheuen. Und wenn er sich dann selbst betrachtet, wird er sich selbst am meisten verabscheuen. Er sagt auch Abu Bakr, man maqata nafsahu fi dhatillah, amana Allahu min maqti. Wer seinem Selbst zürnt, seinem eigenen Ich, den wird Allah vor seinem Zorn bewahren. Das sind die 6 Stufen der Al-Muhasaba. Und damit hätten wir dieses Buch Minhaj al-Qasidin soweit abgeschlossen. In der nächsten Woche beginnen wir mit einem neuen Thema. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين